Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auf der Klimakonferenz in Bonn gesprochen, und sie hat dort die Frage des Klimawandels, den Klimaschutz, als eine zentrale Herausforderung für die Menschheit bezeichnet. Sie hat von einer Schicksalsfrage gesprochen. Und was sie damit meint, das sieht man, wenn man in die Länder guckt, wo Menschen herkommen aus den Inselstaaten. Die Fidschi-Inseln standen in besonderer Weise im Mittelpunkt dieser Konferenz, weil die Fidschis die Präsidentschaft übernommen haben. Und wenn man sich das anguckt und wenn man sieht, dass es da Inseln gibt, die vom Überfluten bedroht sind, dass es dort Menschen gibt, die schon heute ihre Heimat verloren haben, deren Existenz, deren Inseln, deren Heimat bedroht sind durch den Klimawandel. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass es Umsiedlungen gibt, wenn man also sieht, dass es Menschen gibt, die wegen dem Klimawandel flüchten, da gibt es Menschen, die werden zu Klimaflüchtlinge, dann muss man doch sagen, wer etwas tun möchte zur Bekämpfung der Fluchtursachen, der muss stark für Klimaschutz sein. Und deshalb ist es auch ausgemachter Unsinn, wenn hier gesagt wurde, beim Klimaschutz ging es um eine linksgrüne Ideologie. Es geht hier nicht um eine Ideologie, es geht um die Bewahrung der Schöpfung. Es geht um christliche Werte, um die Bewahrung dieser Grundsätze. Und das ist unsere gemeinsame Herausforderung, und deshalb ist unsere gemeinsame Aufgabe. Und deshalb möchte ich auch widersprechen, wenn gesagt wurde, Deutschland hat ganz andere Probleme. Ja, Deutschland hat auch andere Probleme, aber auch der Klimawandel ist eine zentrale Herausforderung in unserem Land. Dazu muss man nur mit den Landwirten sprechen. Die sagen, ja, auch früher gab es mal extreme Ereignisse, auch früher gab es mal Naturkatastrophen, aber im einen Jahr den Hagel, im anderen Jahr eine Dürre, im dritten Jahr wie in diesem Jahr die Frostschäden bei den Obstbauern. Diese Häufung haben wir früher eben nicht so gehabt. Also tut was gegen den Klimawandel, da geht es auch um unsere wirtschaftlichen Existenzen. Und damit ist die Aufgabe beschrieben, und selbstverständlich haben wir diesen Wandel so zu gestalten, dass unser Industriestandort erhalten bleibt, dass wir hier Arbeit haben, dass die Wirtschaft florieren kann und dass die sozialen Fragen im Blick sind, dass die soziale Balance gewahrt wird und dass Strukturbrüche vermieden werden. Und genau mit diesen Fragen hat man sich beschäftigt bei den Sondierungen von Jamaika in den letzten Wochen. Und ich will sehr deutlich sagen, es war richtig, dass es eine der Fragen war, die zentral im Mittelpunkt gestanden sind. Die Ministerin hat vorher für die Kohle gesagt, was dort auf dem Tisch lag. Und ich will ganz deutlich sagen, egal wer Verantwortung tragen wird, egal wer regieren wird, der darf nicht hinter das zurückgehen, was hier jetzt schon auf dem Tisch gelegen hat. Und selbstverständlich, weil es in diesem Antrag der Grünen um den Kohleausstieg geht, der da gefordert wird, ist doch jedem klar, wenn wir eintreten, und Deutschland hat es getan auf der Konferenz in Elmau zum Beispiel für Dekarbonisierung. Dekarbonisierung ist mit Kohle nicht zu machen. Und unsere Glaubwürdigkeit hängt in der Tat davon ab, dass wir alles tun, alles unternehmen, um unsere selbstgesetzten, ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Das müssen wir tun. Und deshalb brauchen wir für die Kohle ein Sofortprogramm, mit dem deutlich wird, dass das, was da auf dem T-Shirt lag, Stück für Stück jetzt erreicht wird. Und zwar in den nächsten Jahren bis 2020. Und dann mit einem Senkungspfad zu 2030. Wir müssen Schritt für Schritt raus aus der Kohle, sonst werden wir die Herausforderungen des Klimaschutzes nicht meistern. Und ausdrücklich möchte ich den Rednern, ich will namentlich Kollegin Anja Weisgerber nennen, Recht geben, die sagen, aber das ist natürlich nur ein Blick. Und genauso müssen wir in den anderen Sektoren vorankommen. Und genauso will ich auch da auf die Verhandlungsergebnisse verweisen, die jetzt in dieser Form nicht umgesetzt werden, die aber trotzdem inhaltlich richtig bleiben. Dass, wenn wir einerseits aus den fossilen Energien aussteigen, dass wir Alternativen schaffen müssen, dass dort die erneuerbaren Energien der richtige Weg sind, um übrigens Deutschland auch wirtschaftlich nachhaltig auf den richtigen Weg zu bringen,
dass deshalb richtig ist, erneuerbare Energien kosteneffizient auszubauen, diesen Ausbau zu beschleunigen, dass es deshalb notwendig ist, dass wir Speichertechnologien fördern, dass wir die Netze ausbauen und dass wir Energieeffizienz ganz neu in den Blick nehmen. Das haben wir uns seit langem vorgenommen. Wir haben da auch einiges auf den Weg gebracht. Aber jetzt ist das Fenster und der Zeitpunkt, um endlich die steuerliche Förderung der Gebäudesanierung gemeinsam umzusetzen. Das muss gelingen zwischen Bund und Ländern. Und es scheint hier ja einen breiten Konsens in dieser Frage in diesem Haus, zwischen jedenfalls vielen Parteien in diesem Haus zu geben. Und dann sollte es auch gelingen, jetzt endlich die Länder dafür gemeinsam zu gewinnen. Und dann geht es um die anderen Sektoren, um Verkehr und um die Landwirtschaft und darum, wie wir mit Maßnahmen in all diesen Sektoren unsere Klimaziele 2030 und dann die Langfristziele erreichen. Das ist eine besondere Herausforderung, die wir haben. Die müssen wir gemeinsam angehen. Und auf diese Arbeit freue ich mich, ganz egal, in welcher Konstellation sie denn stattfindet. Es ist nämlich eine parteiübergreifende Aufgabe. Vielen Dank, lieber Andreas Jung. Und der letzte Redner in der Debatte, Bernd Westphal für die SPD-Fraktion.